Angefangen mit der Chart 5. Halbe Lautstärke. Jetzt die Soundbar. Selbst bei halber Lautstärke hört man schon die Verzerrung. Und das stört mich so ein bisschen an der Soundbar. Ansonsten echt gut ist der Klang. Wenn das mit den Verzerrungen nicht wäre, man müsste wahrscheinlich das komplette Gehäuse aufschrauben und dann nochmal komplett mit Kleber abdichten und dann hätte man das Problem sicher nicht mehr. Aber das ist eine Arbeit, die nicht jeder haben will. Besonders weil die meisten Leute, die sich die kaufen werden, nicht die reichsten sind. So, Charge 5 jetzt. Jetzt erhöhen wir mal die Lautstärke ein bisschen. Also wenn man so weit ist, hört man die Verzerrung eigentlich nur kaum von der Soundbar. Sie klingt halt deutlich dumpfer, zwar nicht so klar wie die Charge 5. Und auch aufgrund der Größe hat die Soundbar auch mehr Volumen im Klang halt, ne? Das hört man hier besonders gut am Song. Charge 5. Soundbar. Also die Charge 5 ist auch deutlich lauter. So. Fazit halt, die Charge 5 ist deutlich lauter, hat aber halt weniger Bass oder Volumen, halt wie man will. Also richtiger Bass ist bei beiden halt nicht vorhanden. Die meisten werden sagen, oh, Charge 5, Markenlautsprecher, mehr Bass. Also von Bass kann ich bei beiden nicht reden, weil ich habe 12 Zoll Subwoofer. Aber die Soundbar hat halt mehr Volumen, aber dafür
ist die Charge 5 halt durch den speziellen Hochtöner doch nochmal deutlich klarer. Weil die Soundbar hat zwei Breitbänder und einen Tieftoner und da hört man halt den Unterschied bei beiden Lautsprechern. Klar beim Hochtöner und halt beim Breitbänder. Der Breitbänder ist halt. Ich denke, ich mache nochmal einen Vergleich mit der Charge 3 und der Soundbar. Das dürfte sehr nah beieinander sein. Die habe ich auch noch. Mal schauen. Tschüss, bis zum nächsten Video.